Hallo, schönen guten Abend. Hier ist Nina Ruge. Ich bin so gespannt, wie viele von Ihnen jetzt am Bildschirm sind. Hinterher können wir es herausfinden. Es ist eine ganz ungewöhnliche Situation für mich, weil es mein erstes Webinar ist. Und ja, ich zu Ihnen spreche und ich hoffe, dass Sie nachher ganz viele Fragen haben oder Kommentare und wir auch in den Dialog kommen. Vielleicht wissen Sie ein bisschen was über mich. Ich war mal Studienrätin für Deutsch und Biologie in Wolfsburg und habe dann irgendwann einmal mir gesagt, es gibt noch mehr im Leben, ich möchte noch mehr entdecken. Und meine große Leidenschaft war Film. Also bin ich, es war nicht ganz einfach, wie man sich vorstellen kann, nach Berlin gegangen und habe dort angefangen als Garderobiere beim Film, als Scriptgirl und dann als Continuity, als Regieassistentin. Und ja, durch Zufall bin ich beim Fernsehen gelandet. Ich habe 1987 angefangen, Filme zu machen, aber dann auch sehr schnell als Moderatorin bei RIAS TV. Das gab es damals noch. Das war das Fernsehen der westlichen Menschen für die Menschen im Osten. Und dann bin ich beim ZDF im Heute-Journal gelandet, habe dort die Nachrichten moderiert, habe dann die Nachtnachrichtensendung Heute Nacht gestartet und dann 10 Jahre lang Leute heute moderiert. Vielleicht kennen das noch einige von Ihnen. Ich habe immer am Ende gesagt, alles wird gut und ich finde es wunderbar. Ganz viele Menschen erinnern sich daran und begrüßen mich auf der Straße, wenn sie mich sehen. Nicht mit Hallo Nina Ruge, sondern mit Alles wird gut und sie lachen dabei. Es tut mir wahnsinnig gut. Und heute moderiere ich auf den Gebieten, die ich früher so wahnsinnig spannend fand. Da bin ich zurückgekehrt. Ich mache viele Wirtschaftsveranstaltungen, aber auch Politik und Technologie. Und da wundern Sie sich jetzt, gell? Die Nina, die ja Journalistin ist und ein Kopfmensch, ganz klar, muss man als Journalist sein, die hat jetzt also so ein Buch rausgebracht, das hat so einen interessanten Titel und auch noch so ein orangefarbenes Cover. Der unbesiegbare Sommer in uns. Und das ist mein wichtigstes Buch. Es dürfte jetzt so mein 21. sein. Einige der Bücher, die ich gemacht habe, waren Anthologien, die habe ich nicht selbst verfasst, die habe ich zusammengesammelt. Ich sammle seit ich 12 Jahre alt bin Lebensweisheiten, die mich immer sehr, sehr faszinieren, wenn sie wirklich gesammelte Lebenskraft bergen. Das waren 5 Bände, aber viele andere Bücher. Ich habe auch Jugendromane geschrieben, viele wissenschaftliche Sachbücher, aber populärwissenschaftlich. Ich habe die Kinderbibel geschrieben. Also ich habe die Bibel nie verstanden als Kind und dann habe ich sie halt so geschrieben, dass ich hoffte, dass vielleicht Kinder sie ein bisschen besser verstehen können. Und weitere Kinderbücher. Also vieles. Aber dieses Buch hier, das ist mein allerwichtigstes, denn es beschreibt durchaus den Weg meiner lebenslangen Suche. Und deshalb möchte ich Ihnen zunächst erstmal nur das Vorwort vorlesen, weil Sie so ein bisschen schon einen Eindruck bekommen, worum es mir geht. Für Sie natürlich. Denn ich möchte ja Sie teilhaben lassen, sonst hätte ich das nicht geschrieben. Mitten im Winter erkannte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Oh, ich finde, das ist ein Satz, der macht Gänsehaut. Ein magischer Satz. Geklaut von Albert Camus. Er spricht uns aus der Seele. Ein paar Worte nur und wir halten inne. Sie tun unendlich gut. Sie verströmen die Wärme einer scheinbar längst verlorenen Zeit. Sie bringen eine Gewissheit zurück, von der wir spüren, dass sie irgendwann einmal die ureigene war. Ein Satz, der tief unter die Haut geht, denn wir wissen intuitiv, das ist kein Werbeclaim. Da spielt niemand mit unseren Gefühlen. Dieser Satz ist wahr. Wahrheit weckt die Sehnsucht nach mehr, umhüllt uns mit Melancholie. Der unbesiegbare Sommer in mir, wie tief ist er vergraben? Wie wenig von seiner Kraft und Heiterkeit trägt mich im Alltag? Da ist ein Quell der Kraft in mir verborgen, doch ich finde den Weg zu ihm nicht mehr. Die Tür ist zu, der Schlüssel achtlos im Nirgendwo. Dieses Buch soll ein innerer Wegweiser sein. Doch an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Hinweisschilder. Die Loipe nach innen muss jeder für sich selber bahnen. Deshalb kann das Buch nur Initiator, Anreger und Begleiter sein. Und das Buch bin natürlich ich. Es enthält den Extrakt meiner lebenslangen Suche, die glücklicherweise noch längst nicht abgeschlossen ist. Dennoch hat sie mich schon oft in meinen inneren Sommer geführt. Sie hat mich bislang einiges über den Weg dorthin gelehrt.
Vor allem, dass dieser Weg keineswegs über Wissen führt, sondern über Erkenntnis, die nicht mit Worten zu definieren ist. Zum Beispiel über die Erkenntnis, dass mein Denken den Weg wie ein Hinkelstein blockiert. Über die Erkenntnis, wie sehr meine Denk- und Verhaltensmuster mein Ego prägen und wie Pateks meine Wahrnehmung verkleben. Über die Erkenntnis, dass die Gitterstäbe meines Gedankengefängnisses nur langsam schmelzen. Und schließlich, dass das Lösungsmittel für antrainierte Muster eine Mixtur ist aus Geduld, Konzentration und Entschlossenheit. Wenn wir einwilligen, dass wir lange und regelmäßig üben müssen, um Altes abzulegen und Neues zu erfahren, dann öffnet sich der Weg. Wenn du gesprungen bist, hast du den Ort der Landung schon längst geträumt. Das ist das Wunderbare, das uns die mühsame Reise ins Innere der Liebe so reizvoll macht. Gott verspricht eine sichere Landung, aber keine ruhige Reise. Also los. Über das Träumen, Reisen und Landen an einen Ort, den nur einer kennt. Du selbst. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, weil das mein Weg war. Ich denke, wir sind heute in einer Welt, und ich bin Angehörige einer Generation, die für den Weg ins Innere, für die Suche nach Sinn, für die Suche nach dem inneren Sommer, keine Gurus wollen, keine Ideologien und auch keine Glaubensbekenntnisse. Ja, eben auch vielleicht nicht den klassischen Glauben, evangelisch, katholisch, wie auch immer. Sicherlich gibt es da ganz vieles zu heben an Schätzen. Es ist mir in meinem Leben zum Glück auch gelungen. Aber der Zugang zum inneren Sommer in mir, meine Erfahrung ist es, und ich könnte mir vorstellen, das gilt für ganz viele von Ihnen auch, kann jeder heutzutage nur noch ganz individuell für sich selbst finden. Und deshalb spreche ich in diesem Buch auch, dass eine kleine Anleitung sein soll für das eigene zum inneren Sommer finden. Ich spreche davon, dass man seinen eigenen Instrumentenkasten, seine Werkzeuge zusammensammeln muss, ganz individuell. Nur wenn Sie diese Werkzeuge mit eigener Energie aufgeladen haben, wenn Sie wissen, das sind die richtigen für sich selbst, dann werden die auch funktionieren. Das kann Ihnen heute keiner mehr vorschreiben. Früher gab es so viele Regeln, so viele Dinge, die man zu tun hatte und zu lassen hatte, und man hielt sich auch dran, auch gerade für Moral, Ethik und für Glaube. Das ist, denke ich, heute vorbei. Das heißt nicht, dass der Weg ins Innere verschlossen wäre. Aber wir müssen ihn selber finden. Und in diesem Buch versuche ich, ganz viele kleine Momente aus meinem eigenen Leben zu schreiben, zu erklären, wie ich für mich selber den Weg gefunden habe und Mut zu machen, dass Sie vielleicht Lust haben, selber loszugehen. Ich möchte Ihnen jetzt das erste Kapitel vorlesen. Da denken Sie vielleicht, Mensch, das ist ja eine Autobiografie, die Nina schreibt ja nur von sich. Das ist nicht der Fall. Ich schreibe in diesem Buch so viel von mir, wie ich meine, dass es Sinn macht, zu erklären, wie man den Weg zu einem neuen Bewusstsein, zu einem Bewusstsein der größeren Tiefe im Leben, wie man diesen Weg finden kann. Aber ich schreibe keine Autobiografie. Ich versetze nur diese philosophischen Gedanken mit eigenen Erfahrungen. Das erste Kapitel allerdings ist sehr autobiografisch, weil ich damit erklären möchte, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich bin ziemlich offen und ich glaube, auch ohne Offenheit geht es gar nicht. Also, es ist überschrieben, wo die Angst ist, geht es lang. Die Geschichte meiner eigenen Reise. Mitten im Winter erkannte ich, dass ich dabei war zu erfrieren. Der Winter war ein kühler Tag im April und die Konfirmation der jüngeren Schwester meines damaligen Freundes. Die Familie saß hübsch gemacht in einer evangelischen Kirche in Kassel. Ich war 19, saß daneben und sah das Ganze als spaßfreies Pflichtprogramm an. Ich war zwar evangelisch getauft, doch zu jener Zeit alles andere als empfänglich für kirchliche Botschaften. Und nun fing auch noch der Jugendchor an zu singen, ausgerechnet ein Jugendchor. Ich selbst hatte eine 5-jährige Chorbiografie zu verzeichnen. Oh Gott, war das brav und spießig gewesen. Die Lust am Singen poppte höchstens in der Disco noch mal in mir auf. Alles in mir war also auf Abwehr programmiert. Ein Konfirmationskirchenchor, forget it.
Doch als die ach so piefigen Jungs und Mädels zu singen anhoben, da erwischten sie mich eiskalt. Denn sie bedienten sich exakt des Soundtracks, für den meine Magengrube den idealen Resonanzboden bot, der ein verheißungsvolles Morgen versprach. Sie rockten Deep Purple, David Bowie und Uriah Heep. Dem Pfarrer gelang etwas Unerhörtes, eine Konfirmation in der Gefühlssprache von uns, der unter 20-Jährigen. Ein Gottesdienst als Lebensschule, als Freiheitsschule vielleicht sogar, Erwachsene herzlich eingeladen. Gesungen wurde zwar in der verachtenswerten Sprache der Oberlehrer und Sittenwächter auf Deutsch, Heaven, doch ich kam erst gar nicht dazu, die inneren Schotten dicht zu machen. Gleich die erste Liedzeile setzte mich schachmatt. Meinen Kopf in einen warmen Schoß zu legen und meine Sorgen in einen großen Schrank. Ein schlichter, um nicht zu sagen ein höchst kitschverdächtiger Satz. Roy Black hätte seine Freude daran gehabt. Doch bevor ich begriff, wie mir geschah, begann ich, auch zum Erstaunen meiner kirchlichen Nebensitzer, hemmungslos zu weinen. Mein Gott, war das peinlich. Es schüttelte mich und es hörte nicht auf. Im Gegenteil. Noch schlimmer wurde es, als der Pastor den Weg in die innere Wärme erzählte, der den wichtigsten Weg in unserem Leben sei und den so viele verpassen würden. Er sprach von Menschen, die die Liebe vergäßen, die gierig darauf bedacht seien, von wem sie welche Dosis Anerkennung, Zuwendung, Bestätigung erhielten, aber nie lernten, dass Liebe die wertvollste Währung sei, am wertvollsten, wenn man sie verschenke. Wer sie achtlos zumülle, die unerschöpfliche Liebesquelle in sich selbst, der begänne unweigerlich zu frieren, so der Pastor. Es gäbe zwar viele Methoden, den inneren Schüttelfrost kurzfristig zu betäuben, doch wer sich dem nicht stelle, nicht anschaue, weshalb es ihn so friere, der verlöre über kurz oder lang sein Leben. Genauer gesagt, er verlöre seine Lebendigkeit. Es heulte mich. Mit Macht brach aus mir heraus, was ich nicht wahrhaben wollte. Denn ich war doch zutiefst davon überzeugt, ich lebte die große Freiheit Nummer 7, gemeinsam mit meinem Freund in einer flippigen WG. Im Studium lief auch alles rund. Einzig das Geld war wahnsinnig knapp, weil meine Eltern mir nur den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag gaben, 300 Mark pro Monat, aus Disziplinierungsgründen. Aber selbst das war irgendwie cool. Geld? Das war doch das Magengeschwür der Kapitalisten. Und hier, auf dieser beinharten Kirchenbank, wurde mir schlagartig klar. Ich fror. Und wie. Trotz I Ching, trotz Habermas und Horst Eberhard Richter, trotz allen Gegenentwürfen zum etablierten Spießerleben, hatte ich aufgehört zu suchen. In mir vibrierte nichts mehr. Die Welt war von einem Grauschleier überzogen. Das tiefe Glücksgefühl zu leben, kaum geahnt, schon verpufft. Mein Gott, eine Lebenskrise mit 19? Verdammt früh. Aber kein Wunder eigentlich. Hatte ich doch schon früh einen sensiblen Geigerzähler entwickelt für Phasen, in denen das Leben seinen Glanz verliert. Weil ich von klein auf gespürt hatte, wie es ist, sich außen geborgen und innen verloren zu fühlen. Ich klammerte mich an den Rockzipfel meiner Mutter, weil ich kleines, dürres Mädchen innen total verängstigt war. Ein Vertrauen der Sorte von guten Mächten wunderbar geborgen war noch nicht erwacht. So erinnere ich mich an meine Kindheit mit dem Gefühl von Behütetsein und Schüttelfrost. Ich komme aus einer klassischen Akademikerfamilie. Mein Vater war Professor für Maschinenbau in Braunschweig. Meine Mutter hatte das Medizinstudium mit der Geburt meiner älteren Schwester abgebrochen. Karl Orff Schulwerk, Klavierunterricht, Ballett, Tennis, Reiten, Jugendchor, Bildungsreisen. Meine Eltern wollten das Beste für uns. Sie organisierten nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtem Kraftaufwand die optimale Förderung für uns. Ihr Prinzip: eine strenge, liebevolle Erziehung. Ich war ein merkwürdiges Kind, extrem schüchtern, ja scheu. Ich traute mich weder aufs Fahrrad noch allein zum Kaufmann um die Ecke. In der Schule war ich super gut, zu Hause wollte ich am liebsten zu Mama und Papa auf den Schoß. Der Rockzipfel als verlängerte Nabelschnur. Irgendwann begann ich zu spüren, dass es bei uns zu Hause irgendwie anders war als bei meinen Freundinnen,
alles ein bisschen schwerer, ernster, tiefer, weniger spontan. Es war, als verstecke sich zwischen uns Vieren ein graues Geheimnis. Ein Geheimnis, das wie ein schuppiges Tier hinter dem Vorhang saß und sich von Lebensfreude nährte. Erst 10 Jahre später, ich war gerade 18, begann ich zu begreifen, es gab einen Zusammenhang zwischen meiner Schüchternheit und dem schuppigen Tier. Mein Vater erzählte uns von dem, was er und meine Mutter mit sich trugen. Und das war beileibe tonnenschwer. Meinem Vater war als Halbjude zunächst das Abitur verwehrt worden, später wurde er nach Frankreich in ein Lager deportiert. Dort musste er den Westwall schippen und erkrankte schwer. Er hat das Lager und den Naziterror nur mit sehr viel Intelligenz und noch mehr Glück überlebt. Bei meiner Mutter wurde ein schwarzes Melanom diagnostiziert, als sie im 4. Monat mit mir schwanger war. Als angehende Ärztin wusste sie, was das bedeutet. In einer sofortigen Operation sah sie keine Chance mehr, also trug sie mich aus. Kurz nach der Geburt kam ich ins Säuglingsheim und sie ins Krebsforschungszentrum Heidelberg. Man fand Metastasen im ganzen Bauchraum, trotzdem wurde sie operiert, 8 Stunden lang. Anschließend bereitete der Professor meinen Vater auf ein Leben als Witwer vor. Doch dann das Wunder. Meine Mutter wurde massiv bestrahlt und überlebte. Der Krebs war weg. Was blieb, war die Angst. Immer wieder musste sie zu Kontrolluntersuchungen, immer wieder hatte sie veränderte Lymphknoten, die entfernt werden mussten. Eine einzige aggressive Metastase hätte genügt. Und von all dem hatten uns unsere Eltern unsere Kindheit und Jugend hindurch nichts erzählt. Sie wollten uns nicht belasten. Und sie wollten unsere Mutter schützen. Niemand sollte über sie und ihr Schicksal tuscheln. Heute weiß ich, wie das schuppige Tier heißt, das die Lebensfreude in unserer Familie so hinterhältig aufzehrte. Sein Vorname? Angst. Sein Nachname? Verdrängung. Ich meine zu ahnen, was für ein unglaublicher mentaler Kraftakt es gewesen sein muss, mit all dem Erlebten fertig zu werden. Ich spreche bewusst nicht von Verarbeiten. Dazu wäre es vielleicht nötig gewesen, professionelle Hilfe zu suchen, sich Unterstützung durch einen Psychotherapeuten zu holen. Doch in den 50er, 60er Jahren, da wurde verdrängt. Man war ja schon mit ganz anderem fertig geworden. Der Krieg war schließlich vorbei. Haltung war alles. Gefühle zulassen war keine Option. Meine Eltern stammten aus Berlin. In Braunschweig suchten sie sich keine Freunde. Wie 2 Mammutbäume stehen sie da in meiner Erinnerung. Stumm trugen sie die Last ihres Schicksals und schnitten Gefühle, die sie irritierten, einfach ab. Zwischen diesen Mammutbäumen tapste nun also Klein Nina herum, ständig um Aufmerksamkeit und Liebe bettelnd. Meine Eltern gaben mir alles, was sie konnten. Unsicher und verloren blieb ich trotzdem. Denn ich spürte ja, irgendetwas war anders. Irgendetwas stimmte nicht. Und so begann ich zu suchen. Nach etwas, das mich stark macht, das mich hält. Zunächst war das der Erfolg in der Schule. Freundinnen fühlten sich leicht überfordert von mir. So viel Nähe, so viel Ausschließlichkeit wie ich, brauchten sie nicht. Als ich dann 12 wurde, wuchs das nagende Gefühl, dass gute Noten nicht reichten, um den Grauschleier zu durchstoßen. Er lag über allem, was ich erlebte. Aus ihm war auch meine Schüchternheit gewebt. An die Lerneinheit »Einfach mal leben« traute ich mich nicht mal aus der Ferne heran. Ich hatte so wenig festen Boden unter den Füßen, wie sollte ich da Experimente wagen? Nein, nur hinter dem Wohnzimmersessel fühlte ich mich einigermaßen sicher. Dennoch ahnte ich bereits damals, dass die Farben des Lebens in Wirklichkeit viel satter waren, als ich sie wahrnehmen konnte. Und ich ahnte, dass ich Rockzipfel und Wohnzimmersessel verlassen musste, um den Grauschleier zu zerreißen. Ich hatte nur noch keine Ahnung, wie. Eines Nachmittags nahm dieses Wie Form an, Buchstabenform. Ich war 12 und saß mit meiner besten Freundin auf dem Bett in meinem Jugendzimmer. Wir philosophierten. Das taten wir täglich. In uns beiden blubberte die einsetzende Veränderung. Unsere Eltern nervten, die blöden Jungs waren plötzlich gar nicht mehr so blöd,
Haare zu Rattenschwänzen binden und freundlich den Müll runtertragen. Sollte es das gewesen sein? Fing das Leben nicht eben erst an? Aber wie? Nur eins war uns klar, das richtige Leben, das pulsierte nur dort, wo keine Eltern den Takt vorgaben. Wir sehnten uns danach, selbstbewusster zu sein, freier, heiterer. Was also tun? Wie denken? Wohin wollen? Darüber also philosophierten wir. Und dann, an diesem Nachmittag, stand er da, an uns gelehnt. Ein schlichter Satz. Wo die Angst ist, geht es lang. Woher wir ihn hatten, ich erinnere mich nicht mehr. Doch er war für mich ein pubertärer Erkenntnisblitz. Ja, es war Angst. Mein Handeln und Fühlen, das steuerte nicht ich, von wegen. Das war fremdgesteuert, von etwas anderem, von diesem merkwürdigen Tier in mir, vor dem ich mich fürchtete und das ich verabscheute. Wo die Angst ist, geht es lang. Mein Gott, tat das gut. Tu das, wovor du Angst hast, und die Angst schwindet. Und das mir, dem Mädchen im Käfig aus Angst. Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln. Wir wollten stark sein und frei. Ich wollte lernen, wie Leben geht. Ich wollte Farben sehen. Irgendwann später, in einer meiner vielen Selbstentwicklungsphasen, entdeckte ich Hermann Hesse und mit ihm das geniale sprachliche Bild aus seinem Roman Demian. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Der Vogel fliegt zu Gott. Genau so war es. Das war ich. Endlich fühlte ich mich verstanden. Den letzten Satz ließ ich allerdings erstmal weg. Gott war für mich das Konstrukt der Etablierten. Der interessierte mich nicht. Was den Vogel allerdings nicht davon abhielt, zu Gott zu fliegen. Aber das verstand ich erst deutlich später. Zunächst kümmerte ich mich mal darum, meine Welt zu zerstören. Der klassische Widerspruch der Pubertät. Erkennen, dass Halt und Orientierung aus einem Selbst kommen müssen. Die beiden Mammutbäume, die sollten mir nicht mehr den Sonnenschein nehmen. Doch es war so geschützt und so gemütlich nah an ihrem starken Wurzelgeflecht und unter ihrer weit entfernten Krone. Oh weh, Wurzel und Krone. Hatte ich das selber schon? Na, eins war mir klar. Wachsen konnte ich nur, wenn ich mich groß fühlte. Zugegeben und zugeben, dass ich unsicher war, ging also gar nicht. Immer die selbstsichere Mimen. Für meine Eltern muss diese Zeit grauenhaft gewesen sein. Denn granatenschnell wurde ich das, was man als frühreif etikettierte. Mit 14 tummelte ich mich in der Braunschweiger Drogenszene. Mit 15 wechselte ich die Freunde im Wochentakt. Mit 16 war ich Parteimitglied des KBW, des Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Also links außen in der kommunistischen Studentenszene. Und mit 17 hatte ich Abitur. Mathematik und Physik waren meine Schwerpunktfächer gewesen. Einen Tag nach dem Abi zog ich zu meinem Freund und mit Studienbeginn in eine WG. Und siehe da, je mehr ich von dem zertrat, was meine Eltern für mich vorgesehen hatten, desto farbiger wurde mein Leben. Ich hatte null Geld und das engte mich furchtbar ein, aber ich genoss mein freies, unkontrolliertes Leben. Das war typisch für meine Generation. Die 68er hatten die Mauern niedergerissen und nun testeten wir aus, was sich hinter den Fassaden der starren gesellschaftlichen Vorgaben befand. Besonders wir Frauen stießen hier auf vermeintliches Niemandsland. Keine Generation vor uns hatte jemals die Chance auf ein derart selbstbestimmtes Leben gehabt. Und da ich so früh begonnen hatte, im Außen alles wegzureißen, was ich als einengend empfand, begann ich auch früh, mich dem Innen zuzuwenden. Ich suchte nach dem, was mich erden könnte. Auch in dieser Hinsicht war ich sicherlich typisch für meine Generation. Bhagwan, Yoga, biodynamische Ernährung, Selbsterfahrungsgruppen, Sufi-Tanz und Psychokurse – ich ließ nichts aus. Genau definieren konnte ich mein inneres Ziel allerdings nie. Ich suchte Ruhe, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Glücksfähigkeit – so in etwa. Ja, und dann nach einigen Semestern
begann der Zauber des Ausprobierens und des Entdeckens unmerklich seinen Glanz zu verlieren. Routine schlich sich ein. Schon seit 2 Jahren war derselbe Mann an meiner Seite, im Studium war die Belastung konstant hoch und so verlor ich Stück für Stück den roten Faden meiner Suche, den Zugang zur Sehnsucht, das Gespür für das große schwarze Loch in mir. Das Sollen, Wollen, Müssen eines anspruchsvollen Studiums fuhr gedanklich Karussell mit mir. Phasen des Müßiggangs, in denen die Seele die Navigation eines Tages, einiger Stunden übernahm, gab es nicht mehr. Ich überließ mich meinem Leben, ich überließ mich, mein Leben, meine Gefühle, dem Diktat meiner flirrenden Gedankenwelt. Yoga verkam zur körperlichen Ertüchtigung. Ich funktionierte gut in der kompetitiven Massenuniversität. Ich schaffte sämtliche Aufnahmeprüfungen, auch die in organischer Chemie. Und so verpuffte der Zauber des Aufbruchs mit den Knallgasreaktionen der chemischen Seminare. Die lila Latzhose als Signal meiner Verweigerung aller bürgerlichen Klammern und Werte war plötzlich out. Ich begann zu nähen und zu stricken. Nicht, weil ich Rückfälle in die Häuslichkeit erlitten hätte, sondern weil ich modisch auffallen wollte. Ich fing sogar an, mich zu schminken, was zu Beginn der 70er noch total out gewesen war. Auch vorher war ich ja alles andere als eine graue Maus gewesen. Doch was nun begann, war die Suche, vielleicht auch die Sucht nach Anerkennung von außen. Glück ist, wenn sie dich toll finden. Davon war ich jetzt überzeugt. Am besten natürlich die Männer und von denen möglichst viele. Das hatte ja schon 5 Jahre zuvor bestens funktioniert. Doch damals war es noch so etwas wie ein spielerisches Austesten gewesen. Jetzt wurde es zum Prinzip. Ich war also voll in der Hand meiner hauseigenen Gedankenpolizei. Die aufregenden Pfade nach innen hatte ich gekappt und das aufkeimende Mangelgefühl, den Mangel an Tiefe und Glück, einfach zugeklebt. Mit den Alltagsdrogen, die wir alle lieben. Erfolg, Anerkennung, Bewunderung. Ich war anders als all die anderen, besser, hübscher, einfach toll. Natürlich glaubte ich das tief in mir drinnen nicht. Und so tat ich alles dafür, damit es nach außen so aussah. Wohlgemerkt, ich finde erfolgreiche, schöne, engagierte Menschen noch immer großartig. Doch heute ist entscheidend für mich, ob sie für die Sache brennen oder für ihr Ego. Zurück zum April 1976. Wir fuhren also in unserem klapprigen VW zur Konfirmation nach Kassel, wo sich die Sehnsucht, die ich so elegant weggesperrt hatte, plötzlich als Heulkrampf zurückmeldete. Damit endete der erste Zyklus von Suchen und Verlieren in meinem Leben. Der erste von vielen. Es war die Suche nach dem tiefen Quell von Wärme, Liebe und Geborgenheit in mir selbst. Und ein Verlust war es, weil ich mir von meiner Gedankenpolizei immer wieder hatte einreden lassen, dass anderes noch viel lustvoller und schöner sei. Jedes Mal aber, wenn ich zurückfand in die Lust der Suche, spürte ich, dass ich schon längst fündig gewesen war. Und jedes Mal mehr. Dem Wandernden wird sich der Weg unter die Füße schieben. Heute endlich, nach so viel Suchen und Verlieren, ist der zehrende Schmerz verschwunden, das schwarze Loch auf die Größe eines Stecknadelkopfes geschrumpft. Und das Bewusstsein für das, wonach ich suche, verlässt mich nicht mehr. Längst habe ich auch Worte dafür gefunden, Licht und Liebe. Und heute weiß ich auch, wo ich beides finde. Mitten im Winter erkannte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Das also als erstes Kapitel und als Herleitung, wie ich zu diesem Buch, das das Wichtigste in meinem Leben ist, gekommen bin. Es sind insgesamt, ich denke mal, 18 Kapitel. Lass mich nochmal nachschauen, liebe Zuschauer. Ja, es sind 18 Kapitel. Jedes Kapitel hat einen Such- und Finde-Schwerpunkt. Und das Buch hat auch einen gedanklichen und inhaltlichen starken Bogen. Vieles von dem ist jetzt im ersten Kapitel schon angeklungen. Ich habe ja von meiner Gedankenpolizei geschrieben und ich habe auch immer wieder dieses Bild verwendet. Da gibt es Farben, da gibt es das tiefe Empfinden von Leben, von pulsierendem Leben, von Glück. Und da gibt es den Grauschleier und da gibt es das Abgeschnittensein von diesem
unbesiegbaren Sommer in mir. Und die große Frage ist natürlich, wie kommt das? Wie passiert das? Und wie kann ich ein Empfinden, ein dauerhaftes Empfinden dafür entwickeln, diesen Weg zu dem inneren Sommer in mir nie wieder zu verlieren, mich nicht zu verlieren? Um all diese Fragen geht es in diesem Buch. Und das Wichtigste ist für mich, dass ich mich durchaus auf den Weg begeben habe, mein gesamtes Bewusstsein zu verändern. Das ist ein hehrer Anspruch. Ich möchte tatsächlich aus einem Bewusstsein, das wir alltagsmäßig gelernt haben in unserer westlichen Kultur, ich möchte ein bisschen daraus aussteigen und eine zweite Ebene einziehen in mir, die immer und dauerhaft mir diesen unbesiegbaren Sommer in mir spiegelt. Ist sehr abstrakt, kann man sehr konkret üben. Denn viele von Ihnen haben bestimmt von der neuen Forschung, der Gehirnforschung gehört, das, was wir über viele, viele Jahre machen, denken, tun. Das bahnt sich Nervenbahnen in uns. Das sind eingefahrene Gewohnheitsmuster. Und die lösen sich nicht so gerne wieder auf. Das heißt, wenn wir etwas ändern wollen in uns, in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein, dann reicht es nicht einmal, ein Buch zu lesen und dann zu sagen, aha, ich hab's. Das müssen wir üben. Das müssen wir ziemlich oft üben, bis sich die neuronalen Bahnen tatsächlich anders legen, neu sortieren und sich in unserer Wahrnehmung und unseren intuitiven Reaktionen auch etwas ändert. Und deshalb ist dieses Buch durchaus auch ein Übungsbuch, wie ich im Alltag vieles verändern kann. Ein Beispiel für einen der ersten Schritte in diesem, auf diesem Weg. Jeder ist in der Natur natürlich am ehesten bei sich selbst. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, durch die Natur zu laufen und zu sagen, oh, ist das schön. Wunderbar, ich habe einen Lieblingsweg an der Isar, da gehe ich auch gerne mit meinen Hunden entlang und dann geht da die Sonne unter und die Bäume wedeln und es ist alles ganz toll. Gut, und ich gehe da also lang und gehe vielleicht mit einer Freundin noch dazu und wir sagen, oh, es ist wahnsinnig schön, es geht uns gut, alles toll. Und dann kann ich diesen selben Weg mit derselben Freundin und den Hunden ein weiteres Mal gehen und wir haben vorher verabredet, wir sprechen nicht. Wir benennen nicht. Wir sagen nicht, wie schön ist die Sonne. Wir sagen auch nicht, hey, toll, raschelt der Baum. Sondern wir versuchen, uns nur auf Empfang zu schalten und unsere Gedanken zu verscheuchen und alles, was benennt. Wir versuchen, diesen Weg zu gehen und mit allen Sinnen, aber ohne Gedanken. Und dann vergleichen wir im Anschluss. Wie waren die Farben? Wie waren die Gerüche? Wie war mein Fühlen? Und wir spüren, beim zweiten Mal war alles tiefer. Die Farben satter, die Geräusche sensibler wahrgenommen. Und am Ende war da Lebensglück. Woran liegt das? Gibt es eine interessante Studie im Magazin Science, veröffentlicht von der Harvard-Universität. Das ist unglaublich. Wir sind 50% des Tages geistig abwesend. Da sind irgendwelche Gedanken in uns, übers Gestern, übers Morgen, irgendwelche Splitter, jetzt müsstest du vielleicht noch dies und jenes. Ich nenne das Gedankenmüll oder auch Gedankenpolizei. Ich nenne sie auch gerne Gedankenmoskitos. Die turnen in unserem Kopf herum und wir denken, wir sind das. Es denkt uns, nicht wir. Ich halte sehr viel von unserem geschliffenen, glasklaren Verstand. Den bewusst einzusetzen, ist großartig. Aber die Gedankenmoskitos, die machen unglücklich. Und das ist das Ergebnis der Harvard-Studie. Dieses Abwesendsein, das gedanklich und geistig Abwesendsein, macht nachweislich unglücklich. Ja, also ist das schon mal vielleicht ein Ziel, unterscheiden zu lernen zwischen dem scharf analytischen Denken, was großartig ist, und diesem Gedankenmüll. Diese kleine Übung, dieser Spaziergang, auf einem Ihrer Lieblingswege, kann Ihnen das wunderbar vor Augen führen. Die Frage ist natürlich, wo wollen wir hin? Wollen wir in irgendeine tiefe Gelassenheit? Wollen wir immer entspannt sein, immer im Hier und Jetzt? Wollen wir Yoga machen? Wollen wir vielleicht noch
einen weiteren Wellness-Termin in einem Wellness-Tempel, der dann auch noch Geld kostet. Was ist eigentlich das Ziel? Wo wollen wir hin? Wo will ich hin mit meinem deklarierten Bewusstseinswandel? Ich habe noch einmal in einer autobiografisch beschriebenen Geschichte diesen Leitstern, den ich gerne so formuliere und sozusagen als GPS immer in mein Leben setze und mich hoffe, daran orientieren zu können in jeder Sekunde meines Lebens. Ich habe das am Anfang des ersten Kapitels beschrieben. Das ist überschrieben mit. Und auf einmal steht es neben dir, an dich gelehnt. Was? Das, was du so lang hast ersehnt. Meine erste Satori-Erfahrung. Es war am letzten Tag meines ersten Urlaubs in totaler Freiheit. Ich war 17, hatte das Abitur in der Tasche, war in die Studentenbude meines Freundes gezogen und hatte mein erstes eigenes Geld verdient. Bei Horten in der Herrenabteilung. 350 D-Mark waren dabei herausgesprungen. Die mussten nun reichen für einen 6-wöchigen Urlaub in Südfrankreich. Heute schaudert's mich, wenn ich daran denke. Und auch damals fühlte ich mich weit entfernt von Happy-Go-Lucky. Wenig Geld kann ja ein Wegweiser fürs Wesentliche sein, doch sehr wenig Geld nervt einfach nur. Geliehenes Zweimannzelt, wildes Campen, Plumpsklo und Kakerlaken-Dusche. So sah unser Urlaub aus. Zu essen gab es importierte Aldi-Dosen, dazu Weißbrot, Tomaten und Käse. Solche Knappheit beschränkt und macht die Seele eng. Glückshormone brauchen andere Quellen zum Sprudeln. Doch natürlich gab es auch eine andere Seite der Medaille. Unendlich viel Zeit. Lesen, wandern, Zweisamkeit. Die Wildheit der Pyrenäen entdecken. Der kleine Terrorist in meinem Hinterkopf paukte seine Parolen immer mehr ins Leere. Müssen, sollen, wollen. Seine Munition war weich geworden. Sie löste sich auf. Zeit raste nicht mehr. Sie floss dahin. Gerüche wurden stärker, Farben auch. Ich spürte, wie meine Seele es sich wohnlich machte in meinem Körper. Mein Atem wurde weicher. Meine Gesichtszüge entspannten sich. 6 Wochen. Zeit genug, um bei sich selbst anzukommen. Schließlich kam die Rückfahrt. Der klapprige VW hielt durch. Lauer Wind beim Tankstellenstopp. Die letzten Francs wurden verflüssigt. Kein Widerstand gegen gar nichts. Alles war, wie es war. Die Landstraßen zogen sich hin, weil die Autobahnmaut zu teuer war. Na und? Im Radio, a long and winding road. Und dann geschah es. Auf Neudeutsch ein Flash. Doch solch eine Vokabel verpackt dieses faszinierende Erlebnis zu sehr in Staniolpapier, als dass sie dessen Kern zeigen könnte, seine Tiefe, ja, seine Urgewalt. Wir hatten unser Zelt für die letzte Nacht in einem Wäldchen an einem kleinen See in der Schweiz aufgeschlagen. Es war schon dunkel gewesen, als wir den Platz gefunden hatten, in der totalen Abgeschiedenheit. Am Morgen wachte ich sehr früh auf. Um uns herum herrschte eine große, friedvolle Stille. Ich rollte mich ins Freie und ging ein Stück zum See hinunter. Die Sonne hing noch tief zwischen den Bäumen und über dem Wasser lag ein feiner Dunst. Der Himmel war von einem durchsichtigen Blau. Alles hielt den Atem an. Bis heute rieche ich die moosige Erde und spüre jeden einzelnen Baum. Ein Vogel begann zu singen. Und plötzlich geschah etwas mit mir. Etwas Überwältigendes, völlig Neues, das sich trotzdem seltsam vertraut anfühlte. Ich tat gar nichts. Ich stand nur da, wie angewurzelt. Ein ganzes Stück noch von dem Ufer entfernt. Und es war, als sehe ich das spiegelnde Wasser, die Ufergräser, die Zweige und den Himmel zum ersten Mal. Alles, was mich umgab, umfing mich mit einer Kraft und Klarheit, die mich erschaudern ließ. Die Wucht des Gefühls, das in mir hochstieg, die Dimension des Glücks, die Sprachlosigkeit zugleich, all das zu erfassen, ich fühlte mich wie aus der Zeit gefallen. Keine Ahnung, wie lange ich dort stand und staunte. Es war, als hätte die Natur mir gnädig ein Portal geöffnet, durch das ich gehen und eins sein durfte mit ihr. Wo ich herkam, wer oder was ich war,
wohin ich wollte, mit mir, mit meinem Leben. Nichts war von Bedeutung. Kein Gedanke an gestern, heute, morgen. Kein Gedanke. Das war es. Während ich da stand und von diesem pulsierenden Gefühl unendlicher Lebendigkeit übermannt wurde, spürte ich intuitiv, wenn ich jetzt anfange nachzudenken über das, was hier mit mir geschieht, wenn ich es analysiere und in Worte kastle, dann zieht es sich zurück. Diese enorme Energie will mit anderen Sensoren begriffen werden, denn sie ist heilig. Mit Heiligkeit hatte ich damals eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das war für mich eine Vokabel, die die Kirche zwecks geistiger Vernebelung der Gläubigen gepachtet hatte. Heiligkeit, pfui Teufel. Und dennoch, anders war diese Woge nicht zu beschreiben. Es war, als würde ich eine tiefe Wahrheit schauen, eine tiefe kollektive Wahrheit. Und exakt in dem Augenblick, als ich das dachte, begann sich dieser wunderbare Zustand aufzulösen. Sakra, nicht denken, keine Worte. Auch nicht das Wort Heiligkeit. Intuitiv hatte ich den Schlüssel gefunden zu diesem Portal, das mir eine so überwältigende Welterfahrung eröffnet hatte. Nicht benennen, sondern Worte verbannen, einfach nur sein, bewusst sein. Den Schlüssel sah ich also vor mir, doch es gelang mir nicht, ihn zu nutzen. So sehr ich mich dagegen wehrte, ich rutschte in meinen banalen Normalzustand zurück. Wie ein Holzwurm bohrten sich wieder Gedanken in meinen Kopf und meine Seele. Wie viele Stunden würden wir noch bis Braunschweig brauchen? Wie kalt war wohl das Seewasser? Es gab ja keine Dusche. Himmel, da war ich gerade irgendwie erleuchtet gewesen. Und jetzt dachte es mich so dummes Zeug. Ja, mein erstes Satori, ich habe diesen Begriff dem Zen-Buddhismus entlehnt. Bitte allen Zen-Buddhisten um Verzeihung und Vergebung. Aber es ist für mich ein Leitstern für das, was ich suche und was letztlich das ist, was wir unter Bewusstheit verstehen können. Dass wir das an die Dimension an Heiligkeit, die in jedem von uns schlummert, dass wir die entdecken, den Zugang dorthin, der verschüttet ist, durch unser Denken öffnen und dabei sein können, in jedem Augenblick, alles, was wir tun. Was auch immer, gut funktionieren im Alltag und trotzdem zweite Ebene in uns, in diesem Bewusstsein leben. Darum geht es in diesem Buch in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Kann ich gerne gleich noch weiter vertiefen, aber hier sind ein paar Fragen und ich möchte natürlich sehr gerne in den Kontakt und den Dialog mit Ihnen treten. Wir haben ja noch einige Minuten. Aha. Hallo Walter, liebe Frau Ruge, fragt er, was Sie sagen und schreiben klingt nach Mystik. Brauchen wir wieder mehr Mystik in unserer Zeit? Was ist Mystik? Mystik ist etwas, was nicht erklärbar ist, aber es hat auch sehr, sehr viel mit einer, so empfinde ich es, mit einer Fremdbestimmtheit zu tun, mit dem Kontakt aufnehmen zu Wesen außerhalb von uns oder zu Dingen, die uns steuern. Meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist, ich würde es eher so formulieren, wir brauchen ein neues Bewusstsein. Ein neues Bewusstsein für die Heiligkeit der Lebendigkeit, aber auch für unsere radikale Endlichkeit. Wenn wir diese Erfahrung und dieses Wissen tief in uns hineinlassen, ich habe viele Zitate in diesem Buch, unter anderem ist Goethe ja auch ein Meister des Sich-Bewusstwerdens, der Vergänglichkeit. Wenn wir uns die unsagbare Schönheit der Lebendigkeit, aber auch die brutale Wahrheit der Vergänglichkeit für jeden Augenblick als eine kleine zweite Ebene in unser Bewusstsein holen, dann vertieft sich das Leben. Ich würde es nicht als eine mystische Erfahrung bezeichnen, sondern als eine, die die Menschheit und viele in den letzten Jahrtausenden immer wieder gemacht hat und die wichtigste der Spiritualität im besten Sinne ist. Vielleicht eine moderne Spiritualität, die nichts mit Esoterik zu tun hat.
Das wäre vielleicht die Antwort. Stefanie, ich glaube, diesen Sommer zu kennen, doch nur, wenn es mir gut geht. Wie erlebe ich ihn bei Stress, Überarbeitung und Frustration? Kann ich wahnsinnig gut verstehen und damit kämpfe ich auch jeden Tag. Und es ist einfach auch so. Stress ist der größte Herzensbrecher, hat ein Herzspezialist gesagt, zitiere ich auch in diesem Buch. Ein Herzensbrecher nicht nur, weil er uns den Herzinfarkt beschert, sondern auch die Liebe tötet, auch die Liebe zu uns selbst. Und die Haltung zu dem, was uns im Leben an Überlastung, an Stress und all dem begegnet, die Haltung ist es ja, die uns Stress managen lässt oder nicht. Und dem ist auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Oft bringt uns Stress in die Haltung des Opfers. Ich muss das tun. Ich kann nicht anders. Es sind die Pflichten. Und ein wichtiger Satz für mich ist, ich muss nichts müssen. Letztlich muss ich nichts müssen. Ich entscheide mich für viele Dinge. Ich entscheide mich für viele Pflichten. Ich übernehme Verantwortung für andere, für meine Hunde, für meinen Partner, für vieles andere. Ich tue es freiwillig. Ich kann es im brutalsten Sinne auch wieder aufhören. Die große Freiheit eines neuen Bewusstseins besteht auch darin, mir zu sagen, ich entscheide mich für die Dinge, die ich tue. Und wenn ich sie nicht tun will, dann tue ich sie nicht. Und das hilft mir tatsächlich. Viele, viele Dinge, die den Tag, ich arbeite sehr, sehr viel und ich arbeite viele Dinge gleichzeitig. Es hilft mir, diese Haltung lässt sich üben, lässt sich trainieren. Auch da habe ich für mich Merksätze gefunden, da habe ich Gesten sogar gefunden, die mich immer wieder erinnern an Dinge, die wichtig sind im Leben. Vielleicht eine Geste, die ist witzig. In unserem Garten in der Toskana steht eine Statue. Die ist nicht wirklich von einem Künstler gemacht worden, die haben wir irgendwie vom Flohmarkt. Die sieht von hinten aus wie eine Nonne mit so einem Ordensgewand. Und von vorne geht der Mantel auf und da ist diese Figur nackt. Also es ist total geschmacklos, aber ich habe sie Erna getauft, deswegen Erna. Immer wenn ich an ihr vorbeigehe, sage ich Erna. Weshalb ich diese Figur gut finde, das ist ihre Haltung. Die steht nämlich so da. So, also da kann man, ja, wenn man sich, ich mache das natürlich nur, wenn ich allein bin. Jetzt mache ich es, also jetzt gucken noch ein paar Leute zu, ist egal. Wenn man sich so hinstellt, tief einatmet, merkt man, dass man das Kinn ein wenig anhebt, die Brust ein wenig nach vorne nimmt und diese typische Schutzhaltung, Schultern nach vorne und alles eng machen, Herz schützen, geht nicht mehr. Also ich mache mich auf, ich schaue nach oben, ich beginne tiefer zu atmen und plötzlich öffnet sich mein Herz, wenn ich es zulasse und wenn ich einen tiefen Atemzug tue. Und siehe da, in einer unheimlich stressigen, verkrampften Situation hilft mir das, rauszuspringen. Was die Buddhisten sagen, zitiere ich auch sehr oft in dem Buch, to be detached, ein bisschen abgelöst sein von allem, was ist, vor allem von dem, was mich stresst, hilft unendlich, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, und sie sind häufig zu viel, unter anderem die Kraft zu entwickeln, Nein zu sagen zu sehr vielen, und dann mit dem, was ich zu tun habe und was ich tun will und nicht muss, Frieden zu haben. Stefanie, vielleicht ist das eine Antwort. Rosemarie, wie finde ich nach dem Tod meines Mannes wieder diesen unbesiegbaren Sommer in mir? Also da ist mir natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen, erstens, ich bin natürlich keine Therapeutin, Rosemarie. Ich habe das nicht gelernt. Ich halte sehr viel von gut ausgebildeten, einfühlsamen Therapeuten. Das bin ich nicht. Ich habe ein Kapitel zum Thema Tod in dem Buch. Das war auch das Kapitel, das mich am meisten beschäftigt hat, weil ich der Überzeugung bin, wenn wir nicht den Tod ins Leben holen, gehen wir am Leben vorbei. Damit meine ich natürlich die Bewusstheit meines eigenen Todes.
Was ganz anderes ist, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Ich habe meine beiden Eltern verloren. Ich habe einen unheimlich geliebten kleinen Hund verloren. Und diese Trauer, die dann da ist, so tief verwachsen wie zwei Seelen sind, diese Trauer ist erstmal überwältigend und ich denke, da ist auch ein unbesiegbarer Sommer erstmal still. Und diese Trauer muss getrauert, will getrauert sein. In dem Augenblick, wenn ich einwillige in eine Trauer und mir das auch zugestehe, dann verliert sie vielleicht ein wenig von ihrer Schärfe. Und das Einwilligen in das, was ist, wenn man es irgendwann mal kann, dann beginnt sich auch ganz lange, langsam wieder das Tor zu öffnen zu dem unbesiegbaren Sommer. Und das dauert, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist auch richtig so. Rosemarie. Clara, das ist aber nett. Danke für den tollen Livestream. Danke. Anonym, kann man das Buch auch als Teenager lesen? Ich bin ja Studienrätin gewesen, ich müsste das eigentlich beantworten können. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich würde es auf jeden Fall probieren. Ja? Also ich habe ja als 14-, 15-Jährige, ich bin ja nun wirklich kein Überflieger. Das machen ja gerade auf der Suche befindliche Pubertierende sehr, sehr gerne. Habermas lesen oder eben Haust Eberhard Richter, heute sind es andere. Heute ist mein Lieblingsautor Eckhart Tolle. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Teenager gibt, die den lesen. Muss ja nicht sein, dass man die ganze Dimension des Buches sofort versteht. Aber dass es Anregungen geben kann, auch gerade weil ich von meiner eigenen Jugend und meiner eigenen Entwicklung auch schreibe, könnte ich mir vorstellen. Also ich würde es probieren. Raimund. Würden Sie sich als glücklichen Menschen bezeichnen? Abgrundtiefes Ja. Dazu kommt ja noch, dass wir, hoffe ich, in dem Bewusstsein leben. Ich arbeite sehr viel für UNICEF, reise in Länder, in denen es den Menschen verdammt schlecht geht. Ich war im Oktober in Kambodscha, in den Slums von Phnom Penh. Also die Voraussetzung für dieses Glück, das ich leben darf und das wir leben dürfen, wage ich zu behaupten, ist erstmal, dass wir die Gnade dieser Geburt hier in diesem Land hatten und dass wir hier groß werden durften, diese Bildung haben dürfen, so viel Bildung, wie wir wollen, dieses Gesundheitssystem und so weiter und so weiter. Also das erstmal ist eine wahnsinnig gute Voraussetzung für Glück, wobei ich in Kambodscha viele glückliche Menschen gesehen habe, die überhaupt nichts hatten, nur mal so als Fußnote. Und ich glaube einfach, bin davon überzeugt, wenn man nicht aufhört zu suchen und diesen Weg als eine tiefe Erfüllung empfindet, dann passiert es auch, dass man sich immer weiter entfernt von der materiellen Suche. Ich bin total dankbar dafür, dass es mir materiell so unendlich gut geht. Und das ist auch eine große Voraussetzung. Nur die gesamte Glücksforschung sagt ja, ab, ich weiß nicht, 50.000 Euro Jahresverdienst oder so, ist das Glück und die Glücksfähigkeit gar nicht mehr zu beeinträchtigen. Wenn ich es wirklich will, kriege ich es auch ohne. Also ich meine, man kann auch mit 300 D-Mark im Monat glücklich sein. Aber gut, also ein wichtiger Punkt ist, diese Surrogate, diese Ersatzbefriedigungen als wunderbare, nette Dinge zu begreifen, mal eine schöne Reise zu machen. Ich reise gar nicht viel. Ich bin unheimlich gerne in der Natur. Ich muss gar nicht so viel reisen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass ich gelernt habe, und erfahren durfte, wie wahnsinnig schön es ist, eben mein Leben zu vertiefen und nicht zu beschleunigen oder zu bereichern mit materiellen Dingen. Das ist eine unendlich wichtige Voraussetzung für Glück. Aber vielleicht auch sich des Alterns bewusst zu sein. Mein Kapitel über das Altern war auch nochmal so ein Kapitel, in dem ich ziemlich viel nachgedacht habe, damit einverstanden zu sein, älter zu werden. Und das Leben ist eine ballistische Kurve. Wir befinden uns im Steigflug. Dann gibt es irgendwann mal einen Scheitelpunkt und dann geht die ballistische Kurve nach unten.
und im Alter von 28 beginnt der körperliche Abbau. Mental sieht das anders aus, aber körperlich ist es nun mal so. Das heißt, ich befinde mich schon sehr, sehr lange im Sinkflug und in unserer Gesellschaft dürfen wir vieles verlangsamen, weil wir uns gesund ernähren können, weil wir viel Sport treiben können, was auch immer, weil wir geistig gesund sein dürfen, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Aber wir sind im Sinkflug ab 28. Und das alleine zu respektieren und zu akzeptieren und zu sagen, welche Chancen eröffnet mir das? Wie viel Tiefe, wie viel Angstfreiheit, wie viel Lebenserfahrung schenkt mir das Älterwerden? Wie viel Freiheit? Und das zu genießen und das auszubauen, auch das ist eine wichtige Voraussetzung für Glück. Ja, also der Weg zu einem neuen Bewusstsein und das mit großer Liebe zu anderen, zur Welt, zu Tieren und zu mir, das ist Voraussetzung für Glück und deshalb fühle ich mich glücklich. Elfriede. Satori mit 17. Können Sie das näher erklären? Ja, also wer ein wissenschaftlich bewanderter Zen-Buddhist ist, wird sagen, die Ruhe spinnt, tue ich dann auch. Gebe ich ja zu. Ich habe diesen Begriff zweckentfremdet und ich habe mich auch schon entschuldigt dafür. Nur eben ein Satori wird definiert im Zen-Buddhismus als eine kurzzeitige Erleuchtung, die meistens in der Natur stattfindet, die überraschend kommt, die mit einem tiefen Glücksgefühl verbunden ist, die mit dem Gefühl verbunden ist, dass die Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt und dass etwas Heiliges passiert. Das war nicht mein einziges Satori, ich habe noch ein zweites in dem Buch beschrieben. Und ich bin davon überzeugt, dass fast jeder Mensch solche Erlebnisse hat. Das ist auch eine wichtige Aufforderung und eine wichtige Motivation, die ich in dem Buch gebe. Mach dich mal auf die Suche. Geh mal durch dein Leben. Ob du dich erinnern kannst, du hast es vielleicht nicht als ein solches für dich gewertet, aber ob du ein Satori erlebt hast. Und wenn ja, versuch dich ganz tief emotional, mental da hinein zu versetzen und es wieder für dich innerlich aufzurollen und es wieder in seiner Kraft vor deinem inneren Auge und deinen Gefühlen entstehen zu lassen. Neues Lernen entsteht durch Emotionen, nicht durch intellektuelles Wissen. Wenn du also ein solches Satori erkannt hast, gefunden hast, dann bewahre es als deinen eigenen Schatz auf und roll es immer mal ganz bewusst vor dir selber aus. Das wird nie wieder so sein, wie es damals war. Aber es wird die Erinnerung sein an das, was das Wichtigste ist. Die heilige Lebendigkeit in dir, die überall ist, die in jedem ist. In jedem Tier, in jedem Gegenstand und die so wahnsinnig vergänglich ist. Das spürst du in diesem Augenblick und die Satori und die Erinnerung an das Satori bringt es wieder zurück. Ja, und da gehe ich schon davon aus, dass es mit 17 möglich ist. Katharina, ein Kommentar. Och, danke, liebe Frau Ruge, Sie strahlen diesen Sommer aus. Ich hoffe, danke. Claudia, Sie leben in der Welt der Schönen und Erfolgreichen. Ist es nicht schwer, sich von diesen Äußerlichkeiten nicht vereinnahmen zu lassen? Spannende Frage. Das war ja auch gerade ein schöner Lernprozess, den ich als Moderatorin bei Leute heute durchmachen durfte, denn wir waren jedes Jahr in Los Angeles für die Oscarverleihung. In dem Saal durften wir nicht rein, aber draußen am roten Teppich durften wir stehen. Noch nicht mal direkt da. Also. Aber trotzdem, es ist schon eine ganz interessante Erfahrung. Wir waren bei den Schauen in Paris, wir waren in Venedig bei den Filmfestspielen und viele andere Sachen mehr. Ich habe viele Stars interviewt, auch Hollywood-Stars und so. Interessante Erfahrung. Erstens, wenn man es länger macht und jedes Jahr nach Hollywood fährt, sagt man sich, muss das jetzt schon wieder sein, diese Oberflächlichkeit dort und dieses aber das Wichtige ist, dass ich immer mehr Stars oder Berühmtheiten kennengelernt habe, die in ihrer langjährigen Karriere gelernt haben, dass tatsächlich all das, der Ruhm, das Geld, die Anerkennung, die kreischenden Fans nichts sind, wenn ich nicht den inneren Sommer in mir entdecke. Das hat Suchtpotenzial, ganz klar. Und wir sehen es ja an vielen
wichtigen, großen Stars, die nicht loslassen können, wenn sie ein bisschen älter werden. Und dann in ein großes, tiefes Loch der Depression fallen, wenn sie nicht mehr so gefragt sind, wenn sie nicht mehr so schön sind, wenn ihnen nicht mehr die Millionen zu Füßen liegen. Aber es gibt auch andere, und von denen sind es nicht wenige, die dieses Suchtpotenzial, die ja in unserer Gesellschaft, das in unserer Gesellschaft unendlich ausgelutscht wird, das Suchtpotenzial entlarven und für sich selbst als Schal erkennen. Nehmen wir Richard Gere oder viele andere mehr, die sagen, ich lebe anders. Und ich möchte mit meinem Ruhm und mit meiner Bekanntheit Dinge bewegen. Roger Moore, mein Kollege bei UNICEF, der unendlich viel tut. Pierce Brosnan, der für den Umweltschutz ganz viel tut. Nicht nur Lippenbekenntnis, sondern wirklich. Und es gibt so viele, die tatsächlich, Shakira gehört dazu, also mir fallen Hunderte ein, die sagen, ja, es ist ein großer Genuss, in diesem Ruhm zu sein und dieses Geld zu verdienen. Und es ist eine große Gefährdung. Das bedeutet auch, ein Kapitel in meinem Buch dreht sich ums Ego, dass das Ego gigantisch fett werden kann. Und dieser Mensch wird mit Sicherheit unglücklich. Aber ich kann auch mein Ego erkennen, das ist eine Riesenchance. Und ich kenne diese Gier des Egos, immer noch wichtiger und bedeutender zu sein. Und ich kann es überwinden, indem ich erkenne, wie vergänglich auch das alles ist. Also, die Erfahrung, diese Sendung moderiert zu haben, mit all diesen Stars zusammengekommen zu sein, hat mir die Relativität von all dem deutlich gemacht, hat mich interessante Menschen kennenlernen, die einen großen Tiefgang haben, auch viele, die oberflächlich sind. Und was ich halt für ein bisschen gefährlich halte, ist, dass natürlich mit diesem Ruhm und dieser Bedeutung in vielen Sendungen ein unglaublicher, ein Suchtpotenzial geschaffen wird. Deutschland sucht den Superstar und viele andere. Germany's Next Topmodel. Du brauchst im Grunde nur da zu siegen und schon liegt dir die Welt zu Füßen und die schreienden, kreischenden Teenies wollen dich alle haben. Und du brauchst im Grunde nichts mehr an dir selber zu tun. Du brauchst dich selbst nicht mehr zu entwickeln. Du wirst einfach geil gefunden. Das ist die größte Lüge der Menschheit. Und damit kann man viel Geld verdienen und viele Sehnsüchte betäuben. Die Sehnsucht nämlich, vielleicht tief glücklich zu sein. Und das ist ein Irrweg, so empfinde ich es. Wird aber geguckt, millionenfach. Muss man sich mit auseinandersetzen, muss man nicht verbieten, muss man dran lernen. Nur ist halt in unserer Gesellschaft, in der so vieles käuflich zu sein scheint, eine Herausforderung fürs innere Wachstum. Ja, Claudia. Noch mehr? Kurz nach 8? Noch 2 Fragen? Markus, was können wir tun, wenn uns Bekannte oder Verwandte diese Gedankenmoskitos, von denen sie sprechen, auferlegen? Was können wir tun, wenn uns Bekannte oder Verwandte diese Gedankenmoskitos, von denen sie sprachen, auferlegen? Also wenn mich Leute versuchen, ständig zu belämmern, zu bequatschen, mir irgendwas einzureden. Ich hoffe, ich verstehe Sie da richtig, Markus. Du musst, du sollst, denk da dran. Das ist nicht einfach. Weil ein ganz wichtiger Punkt für mich auf dem Weg zu einem unbesiegbaren, also den unbesiegbaren Sommer in mir zu finden, der ja immer da ist. Ein wichtiger Punkt ist Respekt und Wertschätzung anderer. Das heißt, Sie haben ja dann die große Herausforderung, dass Sie diesen Menschen, der Ihnen da was auflabern will, dass Sie den zum einen vielleicht wertschätzen und respektieren wollen, aber zum anderen nicht seine Gedankenmoskitos in den Kopf kriegen wollen. Was ich da mache, ist, wenn mich immer total zuquatscht und sagen will, mich irgendwo hinkriegen will, wo ich nicht hin will, ich versuche zu sagen, du, ich finde dich jetzt ganz toll, ich mag dich auch, aber das, was du mir da sagst, ist echt nicht mein Ding. Und
lass mich damit in Ruhe oder ich habe da so eine andere Idee oder ich brauche jetzt auch mal meine Ruhe. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Das ist nur, dass meine Art zu denken und zu leben einfach eine andere ist. Ich weiß, es klingt jetzt sehr abstrakt, funktioniert aber. Dazu gehört natürlich, je näher dieser Mensch einem steht, desto schwieriger ist das so zu formulieren, weil die Emotionen dann natürlich viel schneller sprudeln. Und dann sich auch mal zugestehen, dass man vielleicht auch mal explodiert, sich dann mal entschuldigt und sagt, Entschuldigung, Wertschätzung ist alles, aber musst du jetzt mal raus. Nur meine Welt ist meine und nicht deine. Ich hoffe, das war ein Gedanke dazu, Markus. Andreas, ist toll, dass wir hier so viele Männer haben. Liebe Frau Ruge, wie gelingt es Ihnen, diese heiligen Erfahrungen, Momente in den Alltag zu integrieren und nicht nur zu funktionieren? Darüber schreibe ich ganz viel in dem Buch, weil ich glaube einfach, dass es nicht so viel bringt, uns Westlern. Morgens, ich habe das auch ganz viel gemacht, es hat mir auch gut getan, morgens eine halbe Stunde zu meditieren und dann noch Yoga zu machen und dann in den Alltag zu hektiken. Weil erstens gelingt mir das Meditieren, wenn ein stressiger Tag vor mir liegt, häufig nicht so gut, weil die Moskitos kommen nämlich doch sofort angeschossen, auch wenn ich meditiere. Und das Zweite, sobald ich aufstehe, sind sie sowieso wieder in Myriaden, also in Schwärmen wieder da. Also, ich meditiere nicht mehr morgens. Ich tue es, wenn ich in ganz guter, gelassener Stimmung bin, im Urlaub nämlich. Dann geht das auch ganz toll. Aber wenn ich im Alltag bin, suche ich mir ganz viele kleine Sprungbretter, Trittbretter, wie ich sie nenne, kleine Fluchten oder auch kleine Übungen. Dazu gehört, also ich habe viele Beispiele, jeder muss Instrumentenkasten seine eigenen finden. Für mich gehört zum Beispiel dazu, ich sitze im Auto und warte an der roten Ampel und da ist jetzt gerade wieder eine Straßenbahn vorbeigefahren und leider ist die Grünphase ausgefallen fürs Auto, ich sitze also noch länger da. Und dann sage ich mir, ich bin. Klingt jetzt ein bisschen schlicht. Und atme aus. Wenn ich das tue und ich mir sage, ich bin, dann sind plötzlich die Gedanken-Moskitos weg. Merken Sie das? Probieren Sie es mal aus. Die kommen wieder. Aber es dauert. Und Sie haben sich für eine Sekunde in einen anderen Seinszustand versetzt. Und es gibt viele solcher Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel am Fahrstuhl stehen und auf den warten. Aus dem Fenster gucken. Und da draußen bewegt sich ein Ast. Sie schauen den an, schalten ihre Gedanken aus und spüren, ich habe irgendwas mit dem zu tun, oder? Habe ich. Ich bin. Der auch. Ist echt toll. Und schon sind sie wieder raus aus dem, was da oben immer kreiselt. Oder für mich ist eine sehr gute Übung das Duschen morgens. Falls Sie das kennen, es geht sehr leicht automatisiert, jeden Morgen dieselben Bewegungen, dieselben Handgriffe, sogar das Handtuch wird immer gleich bewegt. Und was haben Sie dabei gedacht? Wenn Sie aus der Dusche kommen, wissen Sie es nicht mehr. Sie wissen nur, es war irgendwie grau. Sie können das Duschen zu einer spirituellen Übung machen. Sie können zum Beispiel achtsam duschen. Klingt jetzt total komisch, auszuprobieren. Nicht denken, jede Bewegung, jeden Handgriff mit einer großen Bewusstheit tun. Plötzlich beginnen die Hände zu kribbeln, sie spüren plötzlich, dass die ein bisschen wärmer werden. Sie fühlen sich wohl, sie atmen anders und sie entspannen sich. Eine Möglichkeit, Sie können aber auch so einen Duschvorgang für eine kleine, sehr bewusste Flucht nutzen. Sie können sich ganz bewusst an einen Ort denken, der Ihnen wahnsinnig gut tut. Aber sehr konzentriert, das muss schon eine Bewusstseinsübung sein. Sehr konzentriert. Ich trainiere mich jetzt, ein Türchen zu meinem inneren Sommer zu öffnen. Das heißt, ich muss das schon mit einer Klarheit tun und mit einer Entschiedenheit. Und dann beginnen Sie plötzlich zu lächeln. Und der Grauschleier ist weg. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele
kleine Dinge. Für mich gehören Lieder dazu. Ich habe ein Lied, das mir ganz besonders ein inneres Portal öffnet. Das sage ich jetzt nicht, ich muss das Buch lesen. Außerdem ist für jeden ein anderes Lied das Richtige. Ich habe Gerüche. Gut, also vielleicht immer mal wieder im Alltag sich resetten, zurücksetzen. To be detached, sagen die Buddhisten. Andreas. Letzte Frage. Elfriede. Wie kamen Sie auf das Motto, alles wird gut? To cut a long story short, um es bayerisch zu sagen. Also, es ging um die Sendung Leute heute. Und ich hatte zuvor die Sendung heute Nacht moderiert, also die Nachtnachrichtensendung. Jede Nacht, habe in Wiesbaden gelebt und habe mir überlegt, was sage ich denn am Ende der Sendung heute Nacht? Habe ich gedacht, und träumen Sie gut. Nicht schön, süß oder was auch immer, und träumen Sie gut. Am Ende der Sendung, wenn keine schrecklichen Katastrophen waren. Das ging natürlich gar nicht, wenn da die Welt unterging. Und das war interessant, die Zuschauer reagierten unheimlich stark auf diesen Satz. Wenn ich den mal nicht sagte, wenn eben eine Katastrophe war, dass man diesen Satz nicht sagen konnte, kamen sofort die Anrufe, die Briefe, E-Mails gab es damals noch nicht so viele, als ich die Sendung moderierte. Ich kann nicht schlafen, wenn Sie das nicht sagen. Bitte sagen Sie diesen Satz und träumen Sie gut. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt also Leute heute moderiere, und das ist eine Sendung Soft News, keine wichtigen Nachrichten der Welt. Da geht es um die anderen Dinge, die man auch journalistisch, das war unser wichtiges Credo, journalistisch rüberbringen muss, aber die nicht so wichtig sind. Was kann ich denn da am Ende der Sendung sagen? Und da habe ich gedacht, ach, so ein klein bisschen Botschaft wäre doch ganz gut. Also nicht wie das Wort zum Sonntag, aber schon, was ein bisschen meine Lebenshaltung spiegelt. Und ich habe nichts gefunden. Und siehe da, eines Tages, ich saß in der S-Bahn, das werde ich nie vergessen, in Berlin. Nee, das war von Frankfurt Flughafen nach Mainz. Ich bin damals immer von Berlin nach Mainz gependelt. Und dann war da plötzlich, alles wird gut. Das baumelte da so im Kopf. Und ich habe gedacht, das ist der Satz. Und dann habe ich den vorgeschlagen der Redaktion. Die haben gesagt, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Ja, mach mal. Und dann war er da und ist geblieben, 10 Jahre lang. Und das ist wirklich schön. Also wenn wir uns dann mal sehen sollten, Elfriede, dann sagen Sie, alles wird gut. Und lächeln. Das Schöne ist nämlich, die Menschen lächeln immer alle, wenn sie diesen Satz sagen. Tut sehr gut. Das Lächeln ist eine der schönsten Erfindungen Gottes. Auch ein Satz aus diesem Buch. Also vielleicht haben Sie Lust bekommen darauf. Ich habe jedenfalls in diesem Jahr unendlich viel dran gearbeitet. Steckt auch viel Liebe drin. Ich hoffe, dass sie rüberkommt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss. Alles wird gut.